Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier auf Siegen Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und ja, es gab einige Hinweise von euch. Also ich bin jetzt gerade sozusagen zwischen dem ersten und zweiten Urlaub von mir unterwegs und habe jetzt so für ein paar Folgen sozusagen ein paar Hinweise bekommen von euch. Das fand ich schon mal ganz gut. Trotzdem ist das hier jetzt alles schon ganz schön ruckelig wieder. Aber das nächste ist, ich hatte leider gestern ein Video gemacht und das war komplett ohne Sound. Das war natürlich sehr schade, weil es gab natürlich, also am letzten Tag, an dem ich hier abgehauen bin, ein etwas größeres Windows-Update und das hat natürlich für alles gesorgt. Ich habe mir noch gedacht, Mensch, machst du das oder lässt es lieber bleiben, damit du das dann noch weißt, wenn du wieder zu Hause bist oder wenn du dann wieder an den Rechner gehst, dass du dann dementsprechend den eben dran denkst, dass du dann auf die Soundeinstellung achten musst, weil das ist nämlich das Problem. Hat man hier einen Windows-Rechner und man hat etwas, sagen wir mal, nicht ganz die Standard-Sound-Einstellungen, so wie man sie eigentlich, also ich glaube, kein Streamer hat oder kein YouTuber oder Streamer hat irgendwie Standard-Sound-Einstellungen, die hat nämlich immer irgendwas dazwischen, womit er eventuell die Stimme verändern kann, beziehungsweise auch andere Sachen machen kann. Und ja, hört es dann halt eben auf oder beziehungsweise da kriegt dann einfach Microsoft das nicht hin. Kriegt Microsoft nicht hin, dass die Soundeinstellungen so bleiben, wie sie waren. Ich weiß nicht, was das Problem ist im Hintergrund. Ich habe mich auch schon mehrfach darüber, sagen wir mal, nicht unbedingt sehr freundlich geäußert, weil ich das absolut beschissen finde, um das jetzt mal also ganz drastisch auszudrücken. Und, also es ist wirklich, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie dumm das ist, ne? Du hast deine Geräte alles an den gleichen Ports und was nicht alles, aber nach einem Update der Software, die das System trägt, sind diese IDs anscheinend irgendwie anders belegt oder das ist immer alles auf Standard zurückgesetzt. Warum zum Teufel? Warum zum Teufel, wirklich? Ich hätte jetzt gerade ein anderes Wort gesagt. Dann sämtliche Daten von deinem Rechner irgendwo hingeschickt und was weiß ich nicht alles. Die merken sich, welche Installation, welche Software du auf deinem Rechner hast, damit die dann irgendwie in irgendeiner Weise dann auch noch irgendwas tracken können von dir. Und dann kriegen sie es nicht hin, Soundeinstellungen sich zu merken. Was ist da das Problem? Rein in die Registry, da steht alles drin und dann ist gut. In der Registry, da steht alles drin. Da steht drin, welche Spiele ich vor 2 Jahren installiert habe und wieder gelöscht habe. Da steht da alles drin. Das wissen die alles. Warum können sie sich die Soundinformation nicht merken? Ich kapiere es nicht. Es will mir nicht in die Runkelrübe. So, was ist das für ein Teil? Hier wissen wir nicht. Was blöden Expertenmodus. So, oh. Dann machen wir erstmal 4 Radlager. Und dann bauen wir noch Radnaben. Dann müssen wir mal gucken, ist Vorderachse jetzt unterschiedliche Typen? Nein. Okay. Das ist schon mal gut. Also, ja, wie gesagt, also das ist dann ganz kurz so immer dieser Moment, wo ich jedes Mal, sagen wir mal so, man merkt es an meiner grundsätzlichen Stimmung, so ein bisschen gefrustet bin über die Unfähigkeit. Und sowas. Ich weiß noch nicht, wie das unter Windows 11 laufen wird. Das wird jetzt demnächst rauskommen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht klappt es da ja besser. Ich persönlich glaube da nicht dran. So. Gut. Aber genug gemeckert, genug geschrien. Das macht ja auch alles nur hässliche Falten. Wenn man sich darüber noch länger aufregt, dann kriegt man ja auch wirklich dann irgendwann nicht. Das ist ja nicht schön. Sowas. Falten will man nicht haben, muss man auch nicht haben. Und alt werde ich von alleine. Die Falten kommen sowieso von ganz alleine. Eieiei, das wird noch schön genug. Also von daher, immer schön ruhig bleiben und einfach erstmal das Spiel genießen. So, da sind wir jetzt dabei. Wir restaurieren hier fleißig. Ein wunderschönes Fahrzeug. Ich weiß nicht mal, welchen Typ es war, weil ich, ja, wie gesagt, jetzt seit 1,5 Wochen kein Kfz-Mechaniker-Simulator gespielt habe. Dafür habe ich in Real Life ein wenig Kfz-Simulator gespielt. Nein, aber ich war mit meinem Fahrzeug in der Werkstatt. Oder ich musste mit meinem Fahrzeug in die Werkstatt. Ah, zu viel Teile haben wir nicht mehr, ne? Nur noch einiges kaufen. Leider Gottes hat sich an meinem
Also, das war auch merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was ich schon erzählt habe. Ich war ja im Kino. Ja, das habe ich bestimmt erzählt, dass ich im Kino war. Ja, das kann mir nicht anders vorstellen. Was erzähle ich gerne mal. Und das ist Hinterachse. Das weiß ich noch nicht, ob ich die neu brauche. Aber die brauche ich neu. So, dann müssen wir hier zusammenbauen. Und wie gesagt, als ich zum Kino gefahren bin, ist mir an meinem Fahrzeug aufgefallen, Mensch, du, da ist ja mal ein schön regelmäßiges Brummen. Geschwindigkeitsabhängig. Habe ich denn überhaupt welche zum Auseinandernehmen? Ja, nur die 100. Da ist ja ein geschwindigkeitsabhängiges Brummen im Fahrzeug, wenn das mal kein Radlager ist. Naja, gut. Schnell mal geguckt, VW, Radlager, Vorderachse, Teile kosten gar nicht mal so wenig. Irgendwas, glaube ich, bei 150 Euro rund und roh hat man da gesehen, weil das so ein Komplettlager ist, also mit Narbe und Lager in einem. Also nicht wie hier, dass das Lager einzeln ist, sondern dass die Narbe mit Lager zusammengeliefert wird. Ist wohl um 6R so. Und bei R6, so um R6, glaube ich. Ja, hast du Spaß mit, ne? Das kostet dann mal ein bisschen Geld wieder. Ja, ist nicht mehr so schlimm, aber schön ist nur leider auch anders. Muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, man gibt halt ungern Geld aus, ne? Das, also für solche Sachen, also ist jetzt wieder eine Ausgabe, die, naja, nicht ganz so eingeplant ist. Gut, ich meine, dass ich 4 neue Winterreifen brauche, die ich dann gleich draufziehen lasse. Das fällt dabei dann auch ab, aber wie gesagt, ist man jetzt erstmal, also allein das Radlager mitbauen, ist man dann mit dem Lohn gute 300 Euro los. Ist okay. Vollkommen okay. Und ja, meine Kollegen aus meiner Arbeit, also ich, wie gesagt, ich habe das ja mal gelernt irgendwann. Ja, da müssen wir wissen, was ist das denn für eine Reihe 4, R4, Polwellen, wie viel gibt es denn davon? Ah, da gibt es ein paar mehrere von. Und mal gucken, welche das ist hier für den Kameraden. Missing Parts bei K mal gucken. Kurbelwelle R4A wieder haben, okay. R4, die hier. Okay, so. Also, der kam natürlich gleich wieder auf. Menschenskind, du hast es doch mal gelernt. Kannst du doch selber reparieren? Ja. Klar könnte ich es selber reparieren. Aber ich habe weder das nötige Werkzeug hier zur Verfügung, noch habe ich eine Hebebühne und am Boden oder auf dem Parkplatz hier mit einem Wagenheber eine Seite hochgehebelt. Sonst irgendwas mache ich sowas nicht. Lass den Wagen hier mal ein bisschen nachgeben, sonst du machst nur mehr kaputt, als du heile kriegst dadurch. Das ist alles Blödsinn. Und deswegen würde ich von sowas immer abraten. Also wenn Leute dann sagen so, oh, mach doch schnell auf dem Parkplatz oder so, hier am besten noch mit Warschauer Wippe, falls jemand weiß, was ich meine damit. Also, nee. Also falls wirklich jemand weiß, was die Warschauer Wippe ist, der kann sich mal melden, wo das herkommt. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob da noch jemand einen so einen bekloppten Humor hat, wie ich ihn habe. Gut, so, das ist nur zu dem. Entschuldigung, was ich bekloppt gesagt habe. Getriebe, da muss ich hin. Getriebe, da brauche ich jetzt alles, was zu einer Kupplung gehört. Ich brauche hier so ein. Ich brauche so ein. Obwohl, das weiß ich gar nicht, ob ich die brauche, aber ich kaufe sie einfach. Und so eins brauche ich auch. So. Ja, also wie gesagt. Ah, da hätte ich keine gebraucht. Okay, die hätte ich repariert gekriegt. Na gut. Da war ich zu voreilig. Jedenfalls steht jetzt mein Auto, oder beziehungsweise mein Auto, ja, es steht momentan, das auch, aber steht halt wieder eine Reparatur an. Ja, ist auch nötig, weil ich will ja dann jetzt nächste Woche etwas längere Tour fahren und da brauche ich, also ein anderes, da kann ich von mir das nicht anbauen, das ist das Problem. Die Lima auch nicht. Ich glaube, jetzt bin ich jetzt von unten fast einem durch hier. Das Ding kann ich noch anbauen. Eine Kohlwelle oder eine Antriebswelle habe ich noch eine, aber die andere habe ich nicht mehr, ne?
Wieder so Antriebswelle Typ D, ne? Ja. Hast du gar nicht hier mit drin, ne? Okay. Ist hier mit drin, ne? Antriebswellen. So, dann. Und dann brauchen wir noch den Stabi Vorderachse. Achso, dann müssen wir mal gucken, ob es den, der mit dem Knick ist oder nicht. Der hat keinen Knick hier drin in der Verstrebung. Und dann könnten auch die anderen Koppelstangen zum Tragen. Antriebswelle. Das ist Typ C. Rotflügel von links ist noch dran. Okay. Das ist Typ C. Oh, jetzt war ein Fehler. Das ist nicht gut. Gut, gewinnen werden wir immer noch genug machen. Geld haben wir auch noch genug, aber so ist es nicht. Ja. Wie gesagt, da. Das ist nur aus den Hochreparaturen, das muss wirklich nicht sein. Also. Koppelstange. Typ A. Okay. Koppelstange. Typ A. Einmal. So, dann ist das Fahrwerk hier auf der Seite schon mal durch. Dann haben wir hier das Fahrwerk noch. Der Seite und dann sind wir schon bis zum Rad durch. Sehr gut. Apropos nochmal zu den Hinweisen aus der Bevölkerung. Da sind wir jetzt ja auch relativ abgelenkt worden von meiner puren Wutphase. Kann man ja nicht anders nennen, also ein bisschen wütend war ich ja schon. Den Tank muss ich auch kaufen, ne? Sowas aber auch. Na gut. Wie viel gibt's denn da von den Hinterachsträgern? Nein. Oh nee. Dann gucken wir lieber. Upsalam. Dann gucken wir lieber nach. Was ist das denn hier? Oh. Und die Kupplungsscheibe und die haben wir falsch gekauft und die haben wir zu viel gekauft. Na gut, das werden wir auch noch los. Am nächsten Fahrzeug nehme ich mal an. So, von der Hinterachse haben wir aber einige Teile hier noch. Aber genau das nicht, was ich brauche. Die Hinterachse. Oder bei K. Hinterachsträger FWD. Ja, es ist logisch. Hätte man drauf kommen können, aber naja. Ne? Vorsicht, das Modell der Porzellankiste. Da war zumindest ein Hinweis, den ich ganz praktisch und gut fand, war zum Mal, dass die das in der Auktion, da gibt es wohl unterschiedliche Auktionen, wo man dann halt alles in roten Teilen oder alles in orangen Teilen kriegen kann durchaus. Und dann sagen wir mal, ist das beim Restaurieren bzw. beim Neuaufsetzen der Fahrzeuge einfacher. Die dann aufzubauen, weil wenn alle Teile noch da sind, dann muss man nicht so viel nachkaufen. Ah ja, gut. Auf dem Schrottplatz dieses Gesuche nach Teilen und so ist jetzt, naja, kann man machen, ist aber jetzt nicht unbedingt so optimal oder das, was man unbedingt machen muss. Und dieses Teile vom Schrottplatz holen und reparieren kann man, muss man aber nicht machen. So im Groben und Ganzen habe ich hoffentlich jetzt richtig zusammengefasst, was ich gelesen habe. Falls falsch, dann nochmal durchaus gerne korrigieren. Ja, also wie gesagt, also da wird es dann sicherlich jetzt auch mal einen Besuch im Auktionshaus geben. Wenn wir jetzt die beiden Autos hier durch haben, denke ich mal, sollten wir eh so viel Geld verdient haben, dass wir im Auktionshaus auch mal ein Auktionshaus leer kaufen können oder da mal einen bestimmten Typen suchen können. Weil das soll dort auch wesentlich einfacher möglich sein. Also wenn man ein bestimmtes Auto haben möchte. Weil ich ja gesagt habe, dass ich mal eine ganze Weile immer bei den vorigen Teilen Schrottplatz hin, Schrottplatz her und dann geguckt habe. Heißen die Dinger? Heißen die Stoßdämpfer?
Ein Rohr Gasdruck, okay. Jetzt ist. Ja, also wie gesagt, das, da gibt es dann natürlich die verschiedensten Sachen, die man da beachten kann. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich brauche auf jeden Fall zwei von den Federn. Davon hatte ich keine. So. Ja. Gut, dann erstmal zu dem. Gut, war noch irgendwas, was mir jetzt so ganz dolle im Kopf herumschwirrte in den letzten Tagen? Eigentlich nicht. Ja. Wir wollen noch ein bisschen Geld verdienen, noch ein bisschen Schrauben hier. Ich denke mal, das ist klar. Wir wollen natürlich alle möglichen Einbauten kaufen, die es gibt. Also die es bieten. Achso, da war noch, genau. Da war noch was, wo ich gesagt, geguckt habe, ob es Geld bringt oder nicht bringt. Also Lackierung und Waschen von Game-Bremssattel in meine Taschen. Ein bisschen dödös. So. Ob es der Kolben fehlt. Ja, verdammt, dann sag das doch. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich war gerade verwirrt, dass der Kolben fehlt. Jetzt bin ich nur komplett verwirrt, was ich sagen wollte. Aha. Aha. Oh, die Kappe muss ich auch kaufen. Okay. Hat man Deckel 2. So. Und dann weiß ich nicht, wie die Querlänge hier hinten heißen. Davon brauchen wir einen. Und davon brauchen wir einen. So. Gut, jetzt hat es mich wieder aus dem Konzept rausgebracht, wovon ich gerade erzählt habe. Macht ja auch nichts, ne? Man kennt dich so nicht anders. So, den Deckel habe ich auch keinen, also auch zweimal kaufen. Ne, der Such ist nicht aktiv. Ist er, da ist er. So. Fein säuberlich rein in die Buchse. Ich glaube, ich brauche noch eine große, zwei große Buchsen, ne? Zwei große Lagerbuchsen drin. Das könnte hier gleich schwierig werden, so. Haben wir kein passendes Teil für. Da haben wir auch kein passendes Teil für. Und da haben wir auch kein passendes Teil für. Das ist ja wieder ganz spannend. So. Wir brauchen den hier. Und den hier. So, und jetzt habe ich hier keine, doch eine habe ich noch. Dann haben wir die schon reingesteckt. Da habe ich die sogar schon reingesteckt. Uiuiui, haben wir doch genug Muffen gehabt. Welche Muffen sausen. So, da haben wir noch die Feder. Das haben wir. Und dann machen wir jetzt hier den Mittagsbereich. Aber da muss ich gucken, welcher das ist. Stabi im Hinterachsbereich. Stabi, Stabi, Stabi. Ah, Typ. Oh, ist das. Ja, Stabi. So, dann werde ich wahrscheinlich gleich noch zwei Koppelstangen hinterher kaufen. Könnte es sein, dass es. Ja. Na, das wusste ich ja fast. So, Koppelstangen. Bekar. Muss hier sein. Ja, sonst war eigentlich jetzt erstmal nichts Wildes mehr. Nee. Habe ich schon mal gesagt heute, ne? Dass nichts Wildes mehr ist. Geht hier auf die Kappe. Das Capture. So, dann brauchen wir einen Tank. Da weiß ich nicht, wo der drin ist, aber Tank. So, ohne Kraftstoffpumpe brauchen wir auch. Unseren Filter können wir auch gleich noch mitnehmen. So.
Tank. Pumpe rein. So, gut. Okay, Räder machen wir später dran. Auspuff, doch, da kümmern wir noch drum. Den Auspuff, den wir noch durch. Also die Teile, die wir ansetzen können. Müssen wir ganz kurz mal gucken, welche brauche ich denn da? Erstmal muss ich hier gucken. So, was haben wir denn? Also ich brauche auf jeden Fall einen Cut. Mittlere Sicherung, da ist auch nichts dabei. Okay. Einen normalen Mittelschalldämpfer brauchen wir. Ansaugkrümmer, nee, Abgaskrümmer, SOHC, Abgaskrümmer, Abdeckung, Abgasrohr Typ A brauchen wir. Auch wirklich nicht, also, dass ich das jetzt mal einmal auf der Einkaufsliste, den Endschalldämpfer Typ B. Okay, mal gucken, ob ich mir das gemerkt kriege. Auspuff. So, Endschalldämpfer Typ B. Was ist der denn hier? So, ein stinknormales Abgasrohr Typ A brauchten wir. Und wir brauchten einen stinknormalen Mittelschalldämpfer. Den findet man bestimmt bei MB Marta. Mittelschalldämpfer. Nehmen wir erstmal mit. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier anbauen können davon. Das ist kein passendes Ersatzteil. Das ist ein passendes Ersatzteil. Das sieht auch sehr gut aus. Und den haben wir auch gekauft. Das heißt, hier fehlt uns noch der Katalysator. Sehr schön. Gut, das hat's gewesen für heute. Wir haben sozusagen Fahrwerk und so fertig gebastelt von unserem wunderschönen Fahrzeug. Und werden uns in der nächsten Folge quasi um den Motorraum kümmern. Hier ist noch ein Kotflügel dran. Wurde mir gesagt, den kann ich ja nochmal abnehmen. Der hat 2%. Ich denke nicht, dass ich den repariert kriege, denn er hat 2%. Dann werden wir den gleich mal da drüben verschrotten. Mal gucken, ob die Reflexe noch da sind. Achso, wieder falsch rum in die Hütte reinlaufen wollen. So, gehen wir hier mal rein. Zack. Gibt kein Element, was ich hier... Selbst den Kotflügel kann ich hier nicht bewerten. Das ist ja frech. Na gut, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.